Ja, moin. Neue Runde. Satisfactory. Ja, Problem, das letzte Mal ja hoch aktualisiert oder gefunden, lokalisiert. Jetzt habe ich es. Das müssen wir beheben. Sonst ist das nämlich schlecht, weil das ist nämlich ein ganz schöner Akt. Ist ja nicht nur dieses Ding hier umbauen, denn da hinten stimmt ja dann auch die, nicht mehr die Container, ne? Also hinten, vorne, vorne, hinten. So, den lasse ich jetzt gerade mal ein Stück da wegfahren. Das ist ja der Bahnhof hier. Lass den mal da wegfahren. So, hauen wir ab. Da hinten ist er oben. Da hinten ist er oben, ja. So, Zeitplan. Lass mal gucken. Nächste halt, oh, kann nicht erreicht werden. Der steht auch schon wieder, ne? AKW, alles klar. So, dann müssen wir den mal ausstellen. Und dann haben wir hier Motore, Dach. Den tun wir auch mal ausstellen. Liftparts ausschalten. Rotorstrahlzug ausschalten. Halten die an. Sollten sie eigentlich. So, jetzt. Das ist ja hier Part 1, der geändert werden muss. Was ich meine, der kommt ja mit dem Zug hier rein. Der erste Waggon nach dieser Lok ist, wenn man so will, der erste, wenn er reinfährt. Wenn er aber zurückfährt, da sollte er einfach nur pendeln. So, dann ist es der hintere. Wenn wir jetzt dort eine Schlaufe machen, dann ist das der erste, der hier reinfährt. Dann dreht er um, dann fährt er nach da hinten hin, da ist immer noch der erste. Das habe ich damit gemeint, ne? So, und na, hier seht ihr das Chaos hier. Als erstes einmal weg mit dir. Ja, das ist da schön versteckt und weg. Wahrscheinlich kriege ich jetzt jede Menge von diesem Gelumpe hier reinkommen. Ich mache die mal alle weg hier. So, die trage ich immer noch durch die Gegend. Auch mal diese Stratoren brauchen wir jetzt mal nicht. So, ich überlege gerade, das ist ja die Lok, mit der ich angekommen bin. Die machen wir jetzt auch mal weg. Flupp. Das ist nicht dasselbe Raster, deswegen ist das so komisch da gemacht und wie gesagt, das ist ja uralt, ne? Das ist ja nicht hier fertig gemacht, im Mod-Spielstand ist es deutlich weitergebaut, hier in dem nicht. Warum ist das eigentlich rot? Ach, die habe ich glaube ich nur mal ausgeschaltet. Weil, ja, ausgeschaltet, weil wir die noch nicht benötigen, die haben wir noch gar kein Rezept. So, lass die jetzt mal da tun. Der Kram verschwindet hier unter der Erde. So, ich überlege noch. Gerade mit euch zusammen. Das da oben ist auch nicht dasselbe Raster. Ich weiß gar nicht, warum ich das damals so gemacht habe. Dass das nicht dasselbe Raster ist. Das hat mich da geritten. Obwohl wir hier das so haben. Oh, warum? Nichts Genaues weiß man nicht. Okay, dann ist dem halt so. Ja, hier kann der Zug nicht drüber fahren, das heißt, hier müsste sowieso eins höher wieder. Also hier, wenn man das da so, man kann das zwar so machen. Ja. Müssen wir auch irgendwie. Allerdings ist das, geht die Schiene hier nicht, hier kriegst du Kollisionsabfrage. Also muss das noch höher, wenn man so will. So, hier definitiv nicht, wenn die Kollision kommt, hier fährt das Auto lang. Das heißt, ihr könnt ihn nicht umdrehen. Wir könnten jetzt den hier lang fahren, dann muss er hier hin. Und die Dinger fahren ja eine Riesenschleife. Ja, die fahren ja eine Riesenschleife. Jetzt könnte man natürlich was anderes sagen. Machen wir das mal da auch hier hin. Nee, so. Komm, mach das mal da hin. Nicht, dass das jetzt mit dem Auto schief geht. Und wenn man hier dran vorbeigeht, hier sind bestimmt wieder irgendwelche Viecher, dann kommen wir hier zu dieser Fabrik. Die ist auch ein Zulieferer. Und zwar von den Kabeln. Unter anderem müsste das ja sein, ne? Hier machen wir doch jede Menge von den Kabeln. Ja. Genau. Ist das eigentlich hier nochmal, wenn wir gerade schon mal sind, fertig gemacht worden? Oder ist das noch gar nicht fertig gemacht worden? Doch. Kriegt man das hier irgendwie, den Zug hier irgendwie hin? Der ist jetzt dann da hinten, ne? Kriegt man den hier lang gefahren? Mit einer Brücke, so dass der hier zurückkommt? Wisst ihr, was ich meine? Oh Mann, hey, wenn mir das. Oh Mann, gib mir mal so ein Ding. 3-3 ist eine 90er Kurve, ne? Also, wenn man so 1, 2, 3, dann fährt er da lang. Der müsste aber hier lang kommen. Ja, wir gucken das jetzt mal. Komm mal her.
Dann mache mal die Einser. Kriegt er noch eine Kollision? Warte, noch eine. Dann passt er drüber. Also so hoch wie das hier. Kriegt man den Zug rechtzeitig darunter, dass wir, jetzt wird's, geht genau an diesem Ding, ne, genau an diesem Pfosten, an dem Felsen. Der ist 1:1 rechts. Kriegt man den da lang? Also wenn man so will, später, wenn die Züge mal kommen mit der Kollision, ist das sowieso, ne, wenn man so One-Way, kriegt den schon hier lang, ne? Ich weiß noch nicht genau, wie weit, wie nah die diese Kollision machen oder wie genau die machen, weil der Zug würde definitiv hier den Felsen schrammen. Oh, scheiße. Entschuldigung. Und dann wieder hier nicht dasselbe Raster. Das ist ja immer das Problem mit dem Raster, ne? So, zeig mal her. Aber hier... Da hinten ist, wenn der hier gerade ausfährt, aber dann kommt er das Auto, dem Auto in die Quere. Da hinten ist nämlich auch eine Zugstrecke, da oben ist ein bisschen Schnecke. Okay. Mal gucken, erstmal planen. Es ist wieder eine Brücke, die hier... Es ist ja nicht genügend frei, was der Strom hast. Macht nichts, den kriegen wir dann schon hin. Also den wird kurz abgerissen und... Können wir auch dann da durchmachen mit Durchführung. Das ist kein Akt. So, also wenn ich dann den hier... Ich könnte natürlich so... Zack. Kriegen wir das irgendwie hin? Warte mal. Kriegen wir das hin, dass der hier... One-Way-Fundamente? Ja, sollte man eigentlich, ne? Natürlich. Gib mir mal den. Ist ziemlich hoch. Eigentlich, wenn man so will. Okay, warte. Ich hätte ja eher so ein Ding hier. Warte mal. Jetzt quatscht der hier hinter uns. Das ist der da jetzt rumquatscht. Anders darum. Nee. So rum. Nochmal gucken hier, warte. Das, was ich machen will, ist das hier. Ich zeige euch das mal. Okay, so dass das dann einigermaßen da aussieht. Wir machen das mal, komm mal her. Geh mal hier ran. Das müsste eigentlich von hier aus klappen. Wenn man den so hat, ne? Man geht nach da. 1, 2, 3. Und kommt von da. Und geht da dran. Das habe ich gemeint. Ne, es geht jetzt halt nur darum, dass das hier irgendwie dann nach was aussieht und nicht da aufhört. Tja. Okay, jetzt haben wir dann hier, also das ist alles so eine Sache, müssen wir hier vergleichen. Hier, das kann man natürlich zumachen. Man kann natürlich den Zug hier durch ein Gebäude fahren lassen, ne? Das ist halt zumindest hier dasselbe Raster. Hier. Haben wir uns ja von da geholt. Okay, warte. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Ich will nur gucken, wann der eine Kollisionsabfrage hier kriegt. Da ist er definitiv noch nicht. Dann das mit einem Zoa Foundation. Okay. Geht nämlich darum, dass wir den Zug hier auch niedriger kriegen. Wenn ich den jetzt hier runter mache. Und mache jetzt hier. Fundament. Jedes Mal das Falsche, ne? Oh.
Gut, zack. Ja. Dann müssten wir den hier noch. Und der müsste auch noch. Und so. Erstmal, ich will jetzt nur gucken wegen der Linie, ne? Darum geht's ja. Den lassen wir dann hier irgendwo rauskommen. Und zwar aus einem Gebäude. Mit der Fahrtlinie meine ich, ne? Aus einem Gebäude. Lassen wir den rauskommen. Geben wir mal den. Ja. Ja. So, da wollen wir noch mal gucken. Ja. Ja. Dann da. Okay, gib mir den. Und dann hat er die Höhe. So. 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 1, 2, 3 hoch. Ja, das sollte hin. Das sollte klappen. Wenn wir den natürlich wegmachen. Jetzt kriegt man nämlich die Kurve hier nicht. So. 1, 2, 3. Das ist ein Stück. Warte mal. Ist da ein Stück? Warte mal. Reicht das schon so? Nee. Der muss. 1, 2, 3. 1, 2, ja, eigentlich 3 nach hinten. Kriegen wir hier nicht. Lass uns das mal hier nochmal versuchen. So. Transport. Warte mal, kriegen wir den so hin, dass. So. Der ist genau in der Mitte von dem Ding, okay. So. Ja, das sollte klappen. Rein theoretisch. So. Und so. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass dann auch die Kreuzung hier funktioniert. Und geh aus dem Weg. So. Hat eine Kreuzung bekommen. Ja, hier fährt er. Was fährt er denn hier für ein Schlenker? Den fixen wir jetzt auch. Das muss ich aber von oben sehen. Da machen wir das so. Organisation Beobachtungsturm. Da lässt sich das immer am besten bauen. So. Zack. So ist denn da so ein Schlenker drin. Der ist da in der Mitte. Der ist hier auch in der Mitte, ne? Ja? Nee, ist er nicht. Hier ist er in der Mitte. Komm mal ran. Wo bist denn du? Der kommt wahrscheinlich hier 1, 2, 3 da nicht mit richtig hin. Lass mal gucken. 1, 2, 3. Lass den mal hier in die Mitte. Der sollte doch da dran gehen. Nein, natürlich nicht. Jetzt wisst ihr das auch, warum das so ist. Ist hier aber auch in der Mitte. Okay. So. Das ist wahrscheinlich war irgendwas. Das hat schon einen Grund, warum das so ist. Ist wahrscheinlich dieses Stück hier zu kurz. Nee. Mist gebaut einfach nur. So, dann kannst du wieder weg. Zacki. So, jetzt haben wir hier, also das muss auf jeden Fall, das kann so nicht bleiben, ne? Das ist erstmal hier die Zuglinie. Ich wollte das jetzt so machen, haben wir halt einen Rundkurs. So, und dann gehen wir mit dem Ding hier mal lang. Der Bahnhof muss natürlich trotzdem höher, das ist klar. So. Hier rum. Und da hinten hin.
Das Gestrüpp können wir wegsprengen. So, bitte. So, genau. Und dann geht er hier rum. Und jetzt müssen wir mal gucken. Die Schiene, das Gleis soll hier lang. Und dann da rum. Und dann da dran. Oh, der muss hier schon kurven. Der macht nämlich sonst... Okay, der muss früher anfangen. Ich will gucken, dass ich den hier... Okay, der muss da deutlich höher. Alles klar. Der muss da höher. So, und dann hier... Tja, der muss höher. Wie hoch muss er? Könnte natürlich eine kleine Steigung haben, ne? Auf jeden Fall musst du jetzt erstmal hier weg und gucken uns das erstmal an. So. Gucken uns das an. Oje, oje, oje. Das ist schon, obwohl der von hier da ohne Probleme hochgehen könnte, ne? Die 2 da hoch. Lass mich mal gucken. Vielleicht müssen wir den nicht, aber muss mal gucken, wie es aussieht. Gib mir mal das. Und dann brauchen wir die. Das ist zu steil. Der muss hier noch eins höher, sonst sieht das mit der Kante nicht blöd, sondern blöd aus. So. Wird alles jetzt, wenn wir hier hinten sind, wird das jetzt mal zugemacht. So, das passt schon. Grün passt nicht. So. Lass mal hier aufräumen. So. Danke. Und die Uhrzeit am Morgen kommt das. So. Der muss hier kommen. Der kommt von hier. Die Schiene kommt definitiv hier. Wenn man das jetzt weiter zumacht, was ist denn dann? Okay. Was ist denn, wenn man es... Jetzt muss da noch was Steileres drauf. Das schafft der Lok. Das geht mit den Gleisen nicht. Wenn man da jetzt noch was Steileres drauf macht. Gib mir mal die 8er-Rampe. Und mach die mal hier vorne weg. Das ist steil, um es mal mit anderen Worten zu sagen. Das wirkt, das sieht Mist aus. Definitiv. Ja. Also bekommen wir wohl nicht drum rum, den Bahnhof abzureißen und höher zu setzen. Ach Gott, hey. Huch. Weg, ich will den ganzen Kram nicht in der Tasche haben. Und... Weg. Wie hoch? Da müssen wir den aber auch so in das Ding hier rein bauen, integrieren, dass das auch noch mal irgendwas aussieht. Gucken und hier... machen wir das dann wirklich mal, dass es auch hier fertig wird. Nein, Glasfundament will ich doch gar nicht. So. Dann gucken wir nochmal. So, wie hoch? Ich gucke gerade mal. Wir gucken mal. Ich brauche mal was zum Peilen hier. Eine kleine Steigung kann er ja dann da haben.
Wenn wir jetzt so mit dem, dann haben wir wieder ein Zweier. So. Das könnten wir so lassen. Dann ist der doch in der selben. Ja, ist er. Also so hoch ist das Gleis da. Jetzt kann man das natürlich so machen, dass das ein Gebäude wird, ne? Dass diese Strecke und das Ding in einem Gebäude sind. Oh oh. Weg ist er. Da ist sogar auch noch ein Loch. Dann haben wir hier die freie Plattformen hier. Die habe ich mal gemacht, falls man die irgendwie länger machen muss. So. Das Ding ist jetzt schon vor langer Zeit hier gebaut worden. Das Ding lassen wir da. Den machen wir mal zu. Ach, den habe ich, glaube ich, zum Laufen benutzt. Und da kommt das Zeugs wieder hoch. Und jetzt müssen wir hier den Bahnhof hochkriegen. Hier, jetzt habe ich auch irgendwas. Seht ihr jetzt, ne? Das ist dann irgendwann geswitcht zu dem Mod-Spielstand und dem Mod-Spielstand weitergemacht. Deswegen sieht das hier so aus wie Kraut und Rüben. Ja, weiß ich auch nicht mehr, was das mal werden sollte. Deswegen ist das so. Okay. Das wird jetzt Umbauakt. Also wisst ihr, was geplant ist. Das hier kann wieder weg. Das, komm, mach den Kram mal hier weg. Ja, okay, das hätten wir lassen können. So. Und so. So, du kommst wieder weg. Ja, jetzt muss der Bahnhof hoch. Jetzt muss ich gucken, ob wir das in einem Gebäude machen oder nicht. Der ist ja ziemlich breit, ne? Wenn man hier guckt, wie das Ding da eben stand. Ich gebe euch mal den Bahnhof. Da ist er. Der stand da. Hier mit dem Gleis in der Mitte. Da kriegst du die Dinger noch nicht mal mehr da dran, ne? Da seht ihr, das ist halt da, wo das Ding ist. Da wo. Ja. Ist auch wieder sowas, ne? Kannst du erst bauen, wenn es wieder nicht genügend Freiraum, muss die Wand da hinten wieder wegmachen. Und da will ich eigentlich nicht. Der soll schon hier. Der soll schon da auf dieser Linie kommen. Und dann schauen wir uns das mal an in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.